Und weiter geht's mit Mission 11. 11 war's, 11. Bei Alarmstufe 1 mit den Sowjets und. Hi. Zerstöre. Ganz viel drauf schießen, dann wird das schon. Sagt auch der Arzt immer. Einfach ganz viel auf die Wunde drauf schießen, dann wird's. Dann können wir ganz amputieren, dann ist es auch nicht mehr schlimm. ja. Oh, das waren gute Treffer. Wenn ich das mal sagen kann von meinen U-Booten. Alarmstufe Rot, ne? Eins dieser Spiele, wo alles potenziell eklig ist, aber nur wenn es gegen dich eingesetzt wird. Die U-Boote waren eh absolut eklig, aber nur wenn wir gegen sie gekämpft haben. Die sind einfach branded wie sonst irgendwas. Mach dir mal irgendwas. Nein, 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 nein. Du gehst jetzt weg. Lass das die großen Jungs machen. Ich habe jetzt keine Lust, extra wieder U-Boote herschicken zu müssen. So. Jetzt habe ich dafür zwar alle meine Entchen verloren. Ja, alle meine Mix, aber. Alter. Und da ist nochmal ein Tarnbunker. Himmel, ist das eine Hölle. Ich weiß, das ist ein Gegensatz, den ich gerade trotzdem wurscht. Ja, das ist wirklich die Hölle auf Erden hier gerade, das Ding zu stürmen. Herzlichen Dank, lieber Alliierte. Das ist wirklich alles ver... Gib mir meinen ganzen Spaß aus Mammutpanzern raus, den man haben kann mit denen. Wird gebaut. Ich brauche mal Kampfpanzer, damit ich immer lang scoute. Nachher hätte ich wirklich den ganzen Weg da hinten lang gehen können. Wird gebaut. Wow, also... Ziel wählen. Diese Mission hat echt ihren Spaß, mir so richtig schön den Mittelfinger zu zeigen bei jeder möglichen Gelegenheit. Einheit bereit. Hi. Alles klar, weiß ich Bescheid. Melde mich, wie in Ordnung. Wird gebaut. Einheit ja, in Ordnung. In Ordnung, in Ordnung. Es gibt ja nicht mal eine Möglichkeit, Minen aufzudecken. Oder kann der Minenleger Minen entfernen? Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Ich glaube nicht. Bestätigt. Der hat ja lang gehalten, wird der Panzer. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Ich mag den Track. Ah, Flak. Nein, nein, nein. Ja, Sir. Ihr Einsatz in Ordnung. Komm, geh zurück. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Ich hab ja noch mehr Panzer. Wird gebaut. Da haben wir solche Glanzstücke und wir müssen die in Massen spammen, weil die einfach durch die Minen... Vielleicht sollte ich auch andere Trash-Panzer vorschicken. Andererseits, eigentlich sind Mammutpanzer perfekt zum Minenräumen, wenn ich vorsichtig damit umgehe, weil sie sich immer wieder bis zum gewissen Punkt recken. Ich darf die halt bloß nicht nur weiter vorschicken, sondern warten, bis sie repariert sind. Aber ich erwarte nicht, dass da wirklich zwei Minen hintereinander gleich sind. Oftmals. Das ist schon heftig. Muss man wirklich sagen. Einheit bereit. So, nächste Flak kaputt machen, bitte. Dann gucken wir da noch weiter. Erwarte Ihre Befehle. Ah, hier spawnen die tatsächlich vom... Wo willst denn du hin? Wird gebaut. Gestoppt. Das gibt's doch nicht. Wird gebaut. Lass mal, dass da jemand kommt. Ja, Sir. In Ordnung, in Ordnung. Aber es ist nur Artillerie. Ja, Sir. Einheit bereit. Die kann ich mit meinen Helikoptern komplett abfangen. Verloren. Haben die mir ernsthaft... Ja, Sir. Ist in Ordnung. In Ordnung. Ah, ah. Spionageflugzeug bereit. Ihr Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Melde mich, wie bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Da kommt jetzt auch mit Ingenieuren. Himmel, die hätten mir echt Schaden anrichten können. Los, Sammler, durch. Der war gut.
Nicht schlecht, lieber Sammler, nicht schlecht. Herr Sammler, das haben Sie aber gut gemacht. Stimmt, irgendwo. Klong. Konstruktion abgeschlossen. Ja, Sir. Bestätigt. Davon ist. Zum Glück findet die KI. Das ist auch da übel getan, das Ding. Man merkt bei dieser Mission hatten die Designer Spaß. Die hatten wirklich einen Spaß. Die hatten gewaltig was an Spaß. Ja, Sir. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. In Ordnung. Warum habe ich eigentlich eine Waffenfabrik gebaut? Ich brauche keine ich brauche die Panzer nicht schneller. Ich muss nur vorsichtiger mit denen umgehen. Ich merke nämlich so langsam, wie mir die Ressourcen ausgehen. Aber der Geschwindigkeit soll es jetzt nicht. Das soll jetzt nicht der Punkt sein. Ich wollte doch eigentlich. Nee, ich wollte eigentlich eine Tesla-Spule bauen und vorher ein Kraftwerk. Das wollte ich machen. Die Musik ist komisch. Die kommt mir auch nicht so wirklich bekannt vor. Könnte aus Mortal Kombat kommen. Konstruktion abgeschlossen. Hallöchen, das spawnt ja also immer, ihr Schlingel. Und lasst mich mal in Ruhe, bitte. Ihr Einsatzfahrzeug. Einsatz gespeichert. Ja, Sir. Ja, Sir. Mehr Flags kaputt machen, bitte. Ihr könnt auch gerne schießen, anstatt ihn zu blockieren. Der Konzert denkt sich auch, warum kann ich hier nicht weiterfahren? Marineeinheit verloren. Warum darf er eigentlich nicht weiterfahren? Die sind unterirdisch. Untersee. Das sind ja Unterseeboote. Ihr Einsatzfahrzeug. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Hab ich schon mal erwähnt, dass die Mission eklig aufgebaut ist? Ich wette, bei der im Süden hat man ähnlich viel Spaß gehabt. Gemerkt, wie motiviert ich Spaß sage. Lass mich rein. Ich bin Arzt. Wahrscheinlich wohl eher Gynäkologe. Ne? Ich wollte eine Tesla-Spule auf der Brücke haben. Verstärkungen sind eingetroffen. Was hier an Raketenschützen ist, ist ja Wahnsinn. Die Musik hat gerade einen Durchdreher gehabt. Epileptischen Anfall. Flup. Achso, das ist hier. Bereit zum Einsatz. Ja, Sir. Bestätigt. Lass mich raten, hier sind wieder 20.000 Minen aufgestellt. Bereit. Ja, Sir. In Ordnung. Mindestens. Wo hat eine Flagge schon? Ich habe alle verloren? Boah. Bum bum. Da ist schon wieder ein Tat. Die sind so gut versteckt in der Mission. Das ist ja Wahnsinn. Wieder Entdeckung mit getroffen, der ist. Keine Minen mehr. Jetzt enttäuscht er mich aber. Rücken wir mal vor. Dong, dong, dong. Das ist die ekligstmögliche Mission, wie man als mit Sowjets eigentlich haben kann. Denn mit Sowjets ist man in der direkten Konfrontation ultra stark. Aber auf See hat man seine sehr starken Nachteile. Und hier wird nahezu alles auf See entschieden. Und die einzige Möglichkeit, hier seine direkte Offensive voranzubringen, ist über diesen verdammten, übertriebenen... Na, wie hieß das nochmal? Spießrutenlauf, so. Oder wie hieß nochmal? War das Spießrutenlauf?
wie hieß nochmal dieser dieser Trainingslauf von den Preußen, der entsprechend, ich glaube, das war der Spießrutenlauf, oder? Es gab so ein typisches Sprichwort, so ein typischer. Das müsste der Spießrutenlauf gewesen sein. Es gab so eine typische Redewendung, kann man eher sagen. Die sich daraus aus dem preußischen Spießrutenlauf rausentwickelt hat und das dementsprechend den Spießrutenlauf ist. Ja, das war der Spießrutenlauf. Ich hab grad die ganze Zeit überlegt, ob es noch einen anderen gab, der so diesen Namen hat, aber es war wirklich der Spießrutenlauf. Na gut, er kommt doch durch. Mittlerweile weiß ich auch ein bisschen mehr zur Tesla-Spule, wie die funktioniert. Wieso die ihren Schaden oftmals so verteilt. Das liegt daran, dass die Tesla-Spule einen bestimmten Wert an Schaden hat, den sie anrichtet, bevor sie nachladen muss. Und wenn beispielsweise ein Infanterist schon bei ein Drittel bis ein Drittel des Schadens schon kaputt geht, dann wird der restliche Schaden dennoch verteilt. Also wird im Schnellfeuer weitergeballert, bis die komplett aufgebraucht ist, der Schadensoutput. So funktionieren die Dinger. Wir sind bei den sehr strange. Das könnte ein Musikstück von den Squin sein oder so. Wir sind im falschen Universum. Obwohl, eigentlich sind wir im richtigen da Prequel. Auch wenn es Westwood später bereut hat. Und ja, dazu kommen wir noch. Kaputt machen. Alles in seinem Qualm. Aber läuft. Die leben noch alle, dann können wir uns schön noch regenerieren. Man muss man sich einfach was Feines. Nächste Mission dann bitte mit ein bisschen weniger Wasser. Wird gebaut. So eine Mission in Afrika oder so wäre nicht schlecht. Der war gemein, aber es war. Es sei denn, wir sind natürlich am Meer. Einsatz gespeichert. Sind das Süß- oder Salzwasser-U-Boote? Das ist doch scheißegal. Dass die unbedingt die Brücke hier kaputt machen mussten, ne? Ja, Sir. Bestätigt. Sag bloß, wir kommen da hinten. In Ordnung. Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Natürlich, die sind doch hier mit ihrer Artillerie lang gefahren. Ah. Eigentlich kommen wir da gar nicht hoch. Wie zur Hölle, Mammutpanzer, bist du da eigentlich lang gekommen? Kommen wir da echt hoch? Das sah mir nicht so aus, als kämen wir da hoch. Ansonsten wäre ich da wahrscheinlich schon eher auf die Idee gekommen, aber ich dachte, komme ich gar nicht lang. Oh Mann, ich hätte mir die ganzen Fahrt hier sparen können. Jetzt bin ich enttäuscht. Von mir selber. Tatsache, wir kommen hier hoch. Du musst doch auf zu reparieren die ganze Zeit. Hört ihr mal auf zu explodieren die ganze Zeit. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Melde mich in Ordnung. Liebe Panzer, das finde ich nicht nett. Hier Einsatzfahrzeug. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Da habe ich deinen Panzer verloren. Ja, dich zu besetzen wäre eigentlich ganz cool, aber ich mache jetzt Vernichtung. Ultimative. Angriff! In Ordnung. In Ordnung. Keine Überklebenden. Ja, Sir. In Ordnung. Speichern wir unter entsprechenden Missionsnamen. Einsatz gespeichert.
Ende im Gelände, Junge. Aber tatsächlich, wir wären schon viel einfacher hier reingekommen. Gut. Wozu gibt's denn überhaupt diesen schweren Weg? Es ist wahrscheinlich echt für die Leute, die fuchsig sind. Oder das zufällig herausfinden, wie ich, einfach dadurch, dass der Panzer da einfach lang fährt. Ein Weg, der viel zu schmal aussieht, als würde der Mammutpanzer durchpassen. Ach stimmt, was ich anfangs sagen wollte, von wegen den Transportern, dass so viele Mammutpanzer reinpassen. Das sind halt einfach die falschen Größenverhältnisse. Ich meine, gebt euch mal, wie groß so ein Schlacht... Genau, da habt ihr wieder so ein Schlachtkreuzer. Die sind, das stimmt von den Größenverhältnissen halt nicht, weil die dürften viel, viel größer sein. Es ist, Mammutpanzer ist nicht dicker als ein Schlachtkreuzer. Ich denke, ihr wisst, worauf es hinausgeht. Also sind die Transportschiffe auch höchstwahrscheinlich sehr stark verkleinert für die Strategieansicht. Realistische Größenverhältnisse wären halt schwierig bei so einem Spiel. Wenn Mammutpanzer diese Größe erreichen, dann müsste ein realistisch umgesetztes Schlachtschiff viel zu groß sein. Denkt an Command Conquer Generals. Da gab es keine Seeeinheiten, klar, aber die haben da, wenn es mal Seeeinheiten gab, mit Zerstörern und Flugzeugträgern so halbwegs ordentliche Größenverhältnisse gemacht und habt ihr schon gemerkt, dass es einfach zu heftig ist und das irgendwie... Ja. Irgendwo muss man Abstriche machen. Empire Earth ist ja auch ziemlich lustig mit den Größenverhältnissen gewesen. Euer Ende ist da und nah. Bla bla. Euer Ende ist bla. Sag mal, geht's euch noch gut? Darf ich die dann jagen, ja? Oder wo kommen die her? Ah ne, die kam vom Kartenrand, oder? Vielen Dank, dann auf Wiedersehen. Alles klar. Ja, dann hätten wir die Mission jetzt auch geschafft. Hat überhaupt nicht lang gedauert und hat sich überhaupt nicht gezogen durch diesen tollen Lauf, den wir haben. Taten. Ja. So, jetzt noch den Schattengenerator ausschalten und mitsamt dem, was hier noch so drin ist, und alles gut. Komm, ohne Energie funktioniert der auch nicht. Eigentlich. In Ordnung, bestätigt. Hoffentlich sind da keine Seeeinheiten hinten, weil ich weiß jetzt nicht, wie ich da so schnell herkomme, ohne Gebäude zu besetzen. In Ordnung, gut. Ich könnte sie halten, mit Flugzeugen zu stören. Bestätigt. Ah, dass die andere werft. Da kämen wir doch gar nicht lang, oder? Nee, kämen wir nicht. Was? Machen wir auch so. Einsatz gespeichert. Nur für den Fall, dass es jetzt als zerstört zählt und ich die nächste Mission dann gleich so laden kann. Ne? Alles klar. Dann muss hier irgendwo noch einer rumdödeln. Oder komme ich da lang? Sag bloß, ich komme da lang. Bestätigt. Schaut's hier aus? Melde mich, wie befohlen. Bestätigt. Wird gebaut. Wir brauchen Silos. Nee, komm nicht klar. Wie soll ich denn dann... Wird gebaut. Einheit bereit. Ich denn wirklich einnehmen sollen, oder was? Ja, Sir. Bestätigt. Es gibt keine Möglichkeit, da hinzukommen, ne? Oder durch diese Bucht. Das kann natürlich sein. Schauen wir mal. Ja, Sir. Bestätigt. Mm-hmm.
Einer der Augenblicke, wo ich gerne sage, wir können von der Spielgeschwindigkeit mal hochgehen. Auf das, sogar auf 2 Stück höher. Ja, Sir. In Ordnung. Guck mal, wie schnell auf einmal alles ist. Ja, Sir. Nee, ich glaube, wir kommen ja auch nicht. Alter. In Ordnung. Hätte ich da wirklich die Alliierten? Wir brauchen Silos. Ja, Sir. In Ordnung. Nee, man kommt da nicht durch. Da hätte ich wirklich irgendwas einnehmen sollen. Wie kann man so gemein sein und hier noch Einheiten verstecken jetzt? Wir brauchen Silos. Super. Wir brauchen Silos. Zerstören Sie die. Wollt ihr mir ernsthaft sagen, dass da irgendwo noch eine Werft ist? Wir brauchen Silos. Nee, ich soll wirklich alle Einheiten auch vernichten. Wahrscheinlich der eine Transporter hier, oder? Wenn ich nicht zurückstellen muss in der nächsten Mission, nochmal speichern. Einsatz gespeichert. Gucken wir mal. Nee, das war's immer noch nicht. Halt einmal die Klappe halten mit seinen blöden Silos. Heirate die doch. Wird gebaut. Wird gebaut. Gestoppt. Das war gutes Timing. Melde mich, wie befohlen. Die alte Werft haben wir zerstört. Das ist nicht das Problem. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Wird gebaut. Einheit bereit. Gestoppt. Ach, da war noch eine Flak. Einsatz. Alles klar. Yay, diesmal durften wir die Explosion sehen. 1,5 Stunden waren sie nur. Oh, und das ist dank dem Seezugang, ne? Das war wirklich maximale Qual, sich da durchzupressen mit den Mammutpanzern. Ich hätte auch den kürzeren Weg nehmen sollen, das ist wahrscheinlich wirklich für die Aufmerksamen, aber ja. Wunderbar. Alliierten hat sogar 14 Missionen, sehe ich das richtig? Okay. Aber Frankreich gehört uns nahezu. Das kleine bisschen da ist noch übrig. Und okay, wir sollen in die Schweiz. Ist... Die Schweiz ist mal nicht neutral. Was geht denn hier ab? Aber gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Mission 12.